Servus lieber UAC, servus liebe Handballfreunde. Wir sind direkt nach dem Match mit dem Trainer der Gäste. Servus Lajos. Servus, grüß dich. Danke. Lange Reise, leider jetzt keine Punkte mitgenommen. Wie ist für dich trotzdem das Fazit von eurem Saisonstart? Also muss ich ganz ehrlich sagen, trotzdem die Niederlage bin ich für meine Mannschaft trotzdem zufrieden. Also wir sind eine ganz junge Mannschaft und heute haben wir gesehen, was für ein großes Potenzial wir haben. Und wir sind ein guter Weg. Wir müssen arbeiten dran. Natürlich, wenn jemand heute zugeschaut hat für ein Spiel, sieht man schon, es ist wirklich eine ganz starke Kampf war. Von beider Seite sehr viele technische Fehler. Beide Torhüter sehr gute Leistung gezeigt hat. Und schlussendlich für Stockerau eine verdiente Sieg. Du hast es angesprochen, hart umkämpft, viele Fehler. Liegt das vielleicht auch gerade, weil die Saison noch jung ist, die Spielabläufe passen noch nicht ganz? Ja genau, wir haben leider, die Vorbereitung bei uns war nicht optimal. Wir haben zwischenzeitlich viele Verletzungen gehabt und auch wegen Urlaubszeiten ziemlich schwer war. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind, wohnen diese Karte zusammen erst vielleicht 10 Tage zusammen. Also deswegen, Sie brauchen Zeit, darf man nicht vergessen, das ist wirklich ein Großteil der U18-Mannschaft 2006. 5. Also ich bin trotzdem sehr zufrieden. Würdest du sagen, das ist auch der Grund, warum ihr heute dann eben nichts Zählbares mit nach Dortmund nehmt? Naja, der Grund ist natürlich, muss man so sagen, das ist natürlich sehr viele technische Fehler, sehr viele Fehlwürfe, natürlich viele Fehler, trotzdem 20 Tore haben wir bekommen, trotzdem sehr, sehr viele Abwehrfehler, haben sie so wenig geredet. Wie gesagt, ist eine junge Truppe, Luft nach oben, wir müssen arbeiten, aber das Potenzial da und wir werden dann weiter arbeiten, kämpfen. Dann wünsche ich euch viel Glück für die restliche Saison und kommt gut nach Hause. Vielen Dank. Dankeschön. Servus lieber UAC, servus liebe Handballfreunde. Ich bin da mit unserer reizenden Nummer 17, der Carina. Und die erste Frage ist, wie geht's dem Knie oder dem Fussi? Dem Knie geht's gut, sollte hoffentlich nichts allzu Schlimmes sein. Tut ein bisschen weh, aber das gehört beim Handball dazu. Saisonstart geglückt, 2 Punkte, dein Resümee zum Spiel. Ja, also ich glaube, wir haben gut gekämpft, wir haben noch nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben ein paar Abschlüsse nicht ganz so geschafft wie geplant, aber wir haben uns immer zurückgekämpft, haben in der Deckung zwar Fehler gemacht, aber mit dem Kampfgeist am Ende ist dann geschafft, dann unsere Tore zu schießen und auch den Sieg zu holen. Ein Sieg, der Mannschaft jetzt Auftrieb geben kann, was sind so die Ausblicke auf die nächsten Runden? Auf jeden Fall, es kommen sicher schwere Gegner. Aber ein Sieg bringt immer Selbstvertrauen. Wir wissen noch, woran wir arbeiten müssen. Aber das schaffen wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Und wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Dann wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende. Dankeschön. Euch natürlich auch. Vamos UHC. Servus, liebe UHC, liebe Handballfreunde. Jetzt mit unserem sportlichen Leiter und was Vorstandsvorsitzender Jürgen Domek, unserem heutigen Wischmeister. Was ist dein Resümee zum ersten Meisterschaftsspiel? Ja, zunächst muss ich mal sagen, herzlichen Dank an alle, die heute bei dieser Affenhitze in die Halle gekommen sind. Heute war ja auch noch Stadtfest seit Jahren wieder mal und das wurde meine Woche verschoben, genau auf den heutigen Tag, klar. Deswegen gilt ein großer Dank an alle, die in die Halle gekommen sind und unsere Mannschaft angeschaut und angefeuert haben. Ja, das Resümee zum Spiel. Ich denke, wir sind relativ gut in die Partie gestartet. Sehr bitter heute halt dann nach ein paar Minuten die Verletzung von Melissa Begovic am Knie. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist, aber das wird sich in den nächsten Tagen dann herausstellen. Das war dann, glaube ich, auch ein bisschen so wie ein Schock. Da ist dann der Faden gerissen, da war es dann schwierig. In weiterer Folge ist dann Träumbein in Führung gegangen. Und zur Pause waren wir dann -1. Aber Kompliment an die Mannschaft, weil sie haben wirklich die Tugend, die gefordert wird, umgesetzt. Nämlich sie haben nie aufgegeben, sie haben immer gekämpft, es hat keine hängenden Köpfe gegeben. Sie haben, ich glaube, das hat ja jeder gesehen, bis zum Schluss an den Sieg geglaubt. Und in letzter Konsequenz hat es dann auch Hilfe auch in dem Fall von der Isabel Bernhard im Tor, die dann 2 wichtige Saves gemacht hat, geklappt. Und vorne war noch dann die Entschlossenheit, bei dem einen oder anderen wichtigen Abschluss dann da und dementsprechend gewonnen. Was sind jetzt vielleicht so die Schrauben, an denen man noch drehen muss? Das ist so als Jugend, aber ich glaube, man kann ja ganz gut resümieren, woran es noch fehlt, was noch verbessert gehört.
Was wir verbessern müssen, ist mir ganz klar. Das heißt, wir müssen viel, viel weiter an der Taktik arbeiten. Der neue Spielstil war, glaube ich, schon zum Teil ersichtlich. Wir müssen weiter daran arbeiten, weiter hart am Deckungssystem arbeiten. Das wird sicher der Schlüssel sein für weitere Erfolge. Harte Arbeit. Dann, meine lieben Damen und Herren, das Schlusswort von unserem lieben Jürgen. In 2 Wochen gegen Graz kommt's in die alte Au. Mein Name ist Flo. Let's fucking go.